Ein strahlendes Hallo, lieber YouTube-Zuschauer, in diesem neuen Video. Was geht es in diesem neuen Video? Es geht um die künstliche Verknappung. Ich habe hier mal ein Beispiel für dich und ich würde dir gerne dieses Beispiel anhand erklären. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ich gebe jetzt sofort den Bildschirm frei. Wirst mich sehen und auch diese, ja, genau, du wirst es jetzt sehen. Du siehst es jetzt genau und ich würde jetzt damit starten. Drück mal Play. Und es geht nicht um das Produkt, es geht um die künstliche Verknappung. Ich gehe auch gleich mit drauf ein, warum und weshalb. Du siehst erstmal, da wird ein bisschen angeboten, wird ein bisschen angetriggert, bisschen angezeigt, was dieses Bügeleisen so kann. Aber hier geht es quasi um die Zeit. Na, quasi, du hast jetzt noch so viele Minuten Zeit, um dort anzurufen oder quasi auch auf die Internetseite zu gehen, um dieses Bügeleisen jetzt zu bestellen. Und was jetzt noch dazugekommen ist, es gibt jetzt noch ein Gratis. Und jetzt kommt's. Pass mal auf, wir haben jetzt quasi ein altes Bügeleisen gezeigt. Jetzt zeigen sie quasi dir, das alte Bügeleisen kostet 200. Genau. Und die Zeit läuft immer weiter. Die drängen euch als Kunde dazu, quasi jetzt dieses Bügeleisen zu kaufen. Aber jetzt, na, jetzt sagen die quasi halt stopp. Wir haben da noch was für euch. Wir machen jetzt quasi einen Rabatt von 80 Euro, 20%. Jetzt siehst du da aber, hier hast du Versandkosten. Jetzt kommt noch mal der Knaller und das ist unter aller Sau. Rabatte von Rabatten. Leute, Rabatte von Rabatte. Wenn man schon einen Rabatt macht und dann macht man nochmal einen Rabatt, dass es noch günstiger ist, das ist sowas von künstlich Verknappung, das geht gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr in dem Kundennutzen. Das ist gar nicht mehr für den Kunden. Das ist quasi nur noch für die Firma, quasi, dass quasi so viele Bügeleisen zum Beispiel jetzt verkauft werden an den Mann. Ich mache jetzt gerade mal aus. Genau, es geht hier wirklich um, wir haben quasi Step by Step das gesagt, das Bügeleisen kostet nicht 200 Euro, nicht 100 Euro, nicht 150 Euro. Und dann haben sie gesagt, halt, stopp, da haben wir was für euch. Den ersten Rabatt mit 20% gemacht. Regionell kostet es 80 Euro, haben 20 Rabatt gemacht und haben gesagt, halt, stopp. Wenn du jetzt kaufst, haben wir noch was für dich. Es gibt noch mal 20 Rabatt. Das heißt, von dem eigentlichen Rabatt gibt es noch mal. Also hätten sie eigentlich normalerweise 40% komplett so machen können, statt zweimal Rabatt auf einmal machen können. Die hätten quasi einen Rabatt machen können auf einen Preis. Aber so haben sie zweimal Rabatt gemacht. Und da stelle ich jetzt die Frage, ist es richtig so? Nein, es ist falsch. Weil von einem Rabatt zu einem Rabatt macht man keinen weiteren Rabatt. Denn wenn das Produkt nichts wert ist, dann kannst du auch es nicht verkaufen. Und ich denke mal, es ist nichts wert. Du hast keine Testimonials hier, du hast gar nichts hier. Du hast keine lebenden Objekte, wo quasi dieses Produkt getestet haben. Du findest überhaupt keine Testimonials von echten Nutzerinnen oder Nutzern, wo dieses Bügeleisen getestet haben. Das ist genauso wie jetzt, wenn man quasi die Höhle der Löwen guckt und dann quasi diese
Sachen gleich in den Markt reinbringt. Okay, das ist Ralf Stümmle Strategie. Das ist wieder was anderes, aber das ist kein Rabatt. Aber hier geht es wirklich um die künstliche Verknappung, um euch das Produkt aufzudrücken, dass ihr jetzt das sofort kaufen müsst. Das ist genauso wie ein Buch, E-Book oder ein Online-Kurs. Noch 20 Online-Kurse. Wenn du jetzt diesen Online-Kurs nicht kaufst, kostet der jetzt so viel, ne? Und so weiter und so fort. Es kommen wieder diese Timer, es kommen wieder diese Countdowns. Wenn du jetzt quasi heute nicht kaufst, und ich mache es anders da, aber das kommen wir jetzt noch später dazu, wie es war. Hier geht es wirklich, und ich finde künstliche Verknappung okay im Verkauf, aber es muss authentisch sein. Wie du quasi authentisch die Verknappung an deinen Kunden weitergibst, komme ich jetzt dazu. Du kannst von deiner Dienstleistung bzw. Produkt einen Rabatt machen und ich habe nichts gegen Rabatte. Ich finde Rabatte okay, wenn es quasi ein Zeitraum ist. Von da bis da kannst du einen Rabatt machen. Das ist quasi eine künstliche Verknappung. Verknappest den Preis, machst den Preis günstiger, dass quasi dein Kunde aus deiner Zielgruppe dein Produkt oder deine Dienstleistung kauft. Und danach ziehst du quasi wieder den normalen Preis hoch und lässt das wieder laufen. So mache ich es auch. Und so kannst du es auch machen. Du kannst sagen, hier, ich habe jetzt quasi ein Buch zum Beispiel, das kostet so viel. Jetzt machst du quasi aus dem Buch nochmal einen Rabatt und kannst dann, das Buch kostet nur die Versandkostengebühren. Mach es öffentlich, mach es transparent, so dass dein Gegenüber sagt, okay, ich kaufe mir jetzt das Buch für 99 Cent, wo ich keine weiteren Versandkosten habe. Mach es oder sagt, das Buch kostet 4,95 Euro. Nur, also kann ich nur sagen, das kostet nur deine Versandkostengebühren. Dann hast du quasi eine offene Transparenz. Aber doch nicht so wie jetzt quasi Mediashop. Ich habe jetzt quasi diesen Film mal abgefilmt, weil ich finde es so unterhaltsam, ich finde es so lächerlich und ich finde es so Bullshit-mäßig gemacht, wie die Leute nur verarschen und abzocken mit diesen Aktionen. Und ja, ich möchte, dass du als Dienstleister bzw. auch Verkäufer quasi authentisch, ehrlich deine Produkte und deine Dienstleistungen verkaufst, ohne Wenn und Aber. Und du kannst Rabatte machen. Ich habe nichts gegen Rabatte. Aber mach deine Rabatte angemessen. Verkauf dich nicht unter Wert. Aber da kommen wir später zu einem anderen Video mal dazu, wie du deine Produkte, deine Dienstleistungen verkaufen kannst, ohne dich unter Wert zu verkaufen. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dein Michael.